in der Luft! Wir müssen standhalten! Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen! Das habe ich wirklich getan! Das sagt es doch! Was wollt ihr? Vorsicht jetzt! Das kommt! Ich hab gerade echt Zivilisten erwischt. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Okay, hier kriegen wir wieder ein paar Partisanen. Die könnten nachher wichtig werden, tatsächlich, die Partisanen. Ich meine, ich wurde schon mal gefragt, warum ich hier eigentlich alles mitnehme. Erstens, weil es mir das Game anbietet. In Let's Plays will ich das Game, soweit es geht, ausreizen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass die tatsächlich echt nützlich werden können. Denn wir wissen ja, dass Talal sich im Norden der Stadt aufhalten wird, irgendwo. Das heißt, wir haben hier tatsächlich sogar Chancen, dass wir hier langkommen, sogar an diesem Eck. So, jetzt ist die Frage, haben wir da oben Stangen? Keine guten. Meine Familie ist groß und wird sterben. Bitte geht. So, wir müssen doch hier irgendwie wieder rauskommen. Jetzt doof. Ah. Nee, bin ich nicht. Da komm mal raus. Wenn doch irgendwie die Dächer und nicht so, wie ich es eigentlich dachte. So. Genau. Darunter. Und dann können wir hier an der Mauer lang rennen. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wieder einem Typen aufs Fressbrett geben. Das kommt immer sehr gut bei mir. Das. Könnte witzig werden. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nahrung ist rar, das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Talal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagewerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Okay, jetzt geht's. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ich biete alles, was ihr braucht. Ich hätte schon erwartet, dass der einfach weiter sabbelt. So viel wie der labert. Ah, du willst da in die Ecke rein? Habe ich auch nichts dagegen. Ist mir Latte, wo ich dich zusammenschlag. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet dein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Ups. Ich geh mal eben raus hier aus der... Genau deswegen. Wenigstens ist jetzt hier Ruhe. Kein nervender Typ mehr in der Nähe, der nur noch am Dauersabbeln ist.
Immerhin. Informantenherausforderung Eskorte. Ich glaube, die Eskorten waren immer relativ weit oben. So ein komischer Kauz. Nö. Sind nicht mal weit oben. Da ist er. Altair, ich habe mir Feinde gemacht. Al-Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich. Aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir. Und ich teile mein Wissen mit euch. Törichter alter Mann. Ihr folgt einem falschen Gott. Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Bitte tut mir nicht! Vorsicht jetzt! Ich hasse diese Elite. Jetzt da, der ist down. Gut. Es scheinen irgendwie Elite-Gegner zu sein oder so. Die scheinen auf jeden Fall einen höheren Rang zu haben. Riskiere ich besser nichts. Ja, ja. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Allmächtiger. Nein, wie furchtbar. Hol jemand, hol mir deinen Kopf! Okay, die haben es gesehen. Also diese Informantenherausforderung, die kann sehr lange dauern. Gut, lauf. Lauf zu, Mann. Wer hat gesehen, was ihr geschafft? Ich bin getroffen! Wenn wir uns alle 2 Meter knüppeln müssen, dann wird dann gute Nacht, Leute. Dann kann es jetzt echt lange dauern. Okay. Scheint mehr oder weniger gut zu gehen gerade. Ja, da kommt gleich sicher wieder Wachen. Ja, Mibio, das wäre eine schöne Beschäftigungstherapie. Jetzt bitte, Assassine, sag mir nicht, dass du jetzt quer durchs Tor willst. Das wird's. Habt Dank, Bruder. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Dalals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Okay, ich kann mal hinterher rennen, wie es aussieht, wenn ich da durch die 4 Leute durchrenne. Was steht ihr da herum? Geht! Ich mach's nicht. So. Das war knapp. Ich hätte es fast nicht geschafft. So. Der hat mich fast erwischt, der Kerl. Okay. Wir haben noch eine Herausforderung. Mal wieder das gute Flaggenrennen. Das war euer letzter Fehler.
Okay. Da haben wir den letzten Informanten. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Habe ich den großen Altair vor mir? Welch Ehre. Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masyaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte. Doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Fail. Könntet ihr sie für mich finden? Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. Das stimmt ja nicht mit mir. Hä? Wo lang? Ah, die Leiter hoch wahrscheinlich. Ich sagte eigentlich die Leiter hoch, aber... Meine Güte, wenn der Alte ihr mal die Leiter nimmt, ne? Die steht unten? Ne, die steht da. Haben wir noch irgendwelche oben? Ach ja. Okay. Das wird wahrscheinlich ein Fail sogar. Hops. Aber komm schon. Ist euch etwas ins Auge gefallen? Hat er mitgenommen, okay. Ich dachte gerade, der hätte die Flagge nicht mitgenommen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Ich glaube, Alter, ihr braucht echt eine Beschäftigungstherapie. Der rennt einfach um die Flagge rum. Das ist einfach toll. Ich wusste, ich kann mich auf Meister Altair verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. Jo, der Kerl hat also viele Verbündete. Ist ja nichts Neues. So, wir haben, glaube ich, genug Infos. Denn wir haben überhaupt nichts mit, was wir noch irgendwie machen könnten. Also ist unser letzter Anhaltspunkt, den wir, zu dem wir gehen. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Das ist das Innenhauptquartier. Jemand soll den auch finden. Vorne latschen mal wieder ein paar Gelehrte rum, okay. Hops. Was denkt dieser Mann sich nur? Treffer. Ah, schauen wir mal, was der zu sagen hat jetzt. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an, wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein, aber es muss reichen.
Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Ich glaube, der Kerl hat eine minimale Abneigung gegen Altair. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie habe ich tatsächlich das Gefühl, dass der eine dezente Abneigung gegen Altair hegt. Kommt das euch auch so vor? Okay. Ich dachte es mir fast, dass wir da oben rein müssen. Meinetwegen auch so. Hier ist keiner. Psst. Komm schon. Ist auch total unauffällig. Mibio hat gerade im Chat gefragt, ob Leiter nicht unter Altairs Niveau sind. Eigentlich ja, aber manchmal nimmt er sie doch mit. Also manchmal macht er auch solche lustigen Sachen wie das jetzt hier. Aber manchmal nimmt er tatsächlich auch die Leiter. Interessiert ihr euch vielleicht hier? Nein, ich habe aber noch. So. Na komm. Spring hoch. Da ist noch eine Flagge. Ich wüsste jetzt nicht, wo lang, aber ich komme da sicher irgendwie hoch. Was tut er denn? Ah. Kann mir auch vorstellen, wo. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Ja, ich will die Flagge da haben. Oh, sorry, es ist ein Jerusalem-Kreuz, keine Flagge. Meine Fresse, in jedem anderen Gebiet ist es die Flagge. Aber nein, es ist das Jerusalem-Kreuz. Steht über uns, oder? Ja. Das ist die Frage, wie lange er braucht, um sich zu drehen. Aber ich glaube, der braucht lang genug, um sich zu drehen. Tschüss. Wie unauffällig, da drüben steht die nächste Wache.